sondern die haben jetzt eine gewisse Form und Leistung, die vielleicht nicht so einem passt, aber sie haben Qualität. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Führungsfunks. Wir sind heute da mit Klaus Schlappner alias Schlappi und wir sind super, super froh, dass Sie heute hier mit uns da sind und mit uns über das Thema Führung sprechen. Klaus Schlappner ist 1940 in Lampertheim geboren, im schönen Hessen, hat drei Kinder und eine wundervolle Frau, von der er auch sehr oft schwärmt. Ja. Zusammen mit dieser Frau hat er nicht nur ein Elektrounternehmen aufgebaut, sondern er war auch Fußballtrainer in etlichen Vereinen. Einen möchte ich davon besonders hervorheben, und zwar den SV Waldhof Mannheim. Damit ist er in die erste Bundesliga aufgestiegen mit diesem Verein. Die Chinesen haben ja diese ganz tolle Eigenschaft, dass sie sich, dass sie von den Menschen lernen, die besonders gut sind. Also haben sie den tollen Move gemacht und haben Klaus Schlappner nach China geholt. Und dort hat er die Nationalmannschaft für China trainiert. Also ein unglaubliches Erlebnis, kann ich mir vorstellen. Danach, in 2000, 2001, wurde er in den Iran, nach Teheran gerufen und hat da maßgeblich dazu beigetragen, den Profifußballsport zu etablieren. Also auch ein unglaublich tolles Ereignis. Wir freuen uns sehr, sehr, dass Sie heute hier mit uns dieses Interview führen. Und ich würde sagen, jetzt kann es losgehen, oder? Ja, Sie haben ja mit Ihrer Frau sowohl ein Elektrounternehmen hochgezogen, also als Unternehmer gelebt, ja, wie auch als Coach. Mhm. Wo haben Sie denn die Gemeinsamkeiten in der Mitarbeiterführung oder im Training von den Sportlern gesehen? Also es ist immer sehr unterschiedlich, wenn man mit Personal zu tun hat. Ob das in der Berufsausbildung, in der Selbstständigkeit oder dann im Sport. Es war bei mir dann die Bundeswehr, ja, als Wehrpflichtiger, wo ich in kurzer Zeit eine Gruppe führen musste, aber mit einem wichtigen Passus, der bei mir immer eine Rolle gespielt hat, das Vertrauen. Und das hat mir geholfen in der Fortsetzung. Dann in die Ausbildung zur Jägerprüfung, zur Meisterprüfung und vor alle Dinge dann auch natürlich zur Familie. Und Gott sei Dank ist bei uns in der Familie natürlich der Frauenanteil mit 50% sehr hoch, ja, und das ist wichtig, ja. Für mich ist dieses Eheleben Nummer eins, ja. Weil das ist ein Fundament sozusagen. Das ist das Fundament, weil alles andere entwickelt sich dann, ja, und entwickelt sich auch gut. So, wie führe ich Lehrlinge? Wie tue ich die ermuntern, ihren Job gut zu machen? Ja? Die einen, die haben den großen Ehrgeiz. Ja? Da gibt es natürlich welche dabei, die sind ein bisschen bequem. Wie haben Sie es geschafft, sowohl bei den Spitzensportlern als auch bei Ihren Mitarbeitern im Elektrounternehmen, die zu Höchstleistungen zu bringen? Wie haben Sie das geschafft? Ja, also der berufliche Zweig ist ja ganz anders als wie jetzt. Er ist vergleichbar, aber ist trotzdem anders als wie jetzt im sportlichen Bereich. Ja. Und einer meiner wichtigsten Referate war immer vom Bambini zum Profi. Ja. Das zählt aber nicht nur zum Sport. Der Bambini im Beruf, ja, zum Facharbeiter, ja, zum Techniker, zum Ingenieur, zur Selbstständigkeit ist derselbe Weg. Ja. Hat immer mit Leistungswille zu tun. Ja? Und dies habe ich auch transportiert. Ich habe vieles aus meiner Selbstständigkeit transportiert in den Sport. Und das ist dann quasi mein persönlicher Bonus, auch heute noch, da ich sagen kann, ich habe sie entwickelt. Ja, ist ein Erziehungsauftrag eigentlich. Ne? Diese Erziehungsmaßnahme, die wir gemacht haben, hat wieder auch mit meiner Frau was zu tun. Nämlich, sie hat die Spielerfrauen eingeladen, wenn wir zwei, drei Tage beim Auswärtsspiel waren.
Ja, die haben dann zusammen gekocht, die haben im Sommer zusammen bei der Jagdhütte gesessen oder bei uns im Garten, haben gegrillt, haben gelacht, haben geschwätzt, so das also diese Verbindung. Und die besteht heute noch. Es gibt eins, was ich nicht leiden kann. Wenn eine Person, ein Mitarbeiter oder Spieler oder was auch immer, den man beurteilen kann, dass er richtig schlau ist, dass er richtig gut ist, dass er es zu Hochleistung bringen kann im Beruf, genauso wie im Sport. Und er macht nichts draus. Es bedeutet, es ist wichtig zu verstehen, dass Sie das nicht gemacht haben, um die irgendwie zu ärgern, sondern dass Sie mit Leidenschaft eigentlich dabei waren und dass Ihnen die Menschen wirklich was bedeutet haben und dass Sie was bewegen wollten. Das kommt dann raus, wenn Jahre später gerade die zu mir sagen, ja, Trainer oder heißt der Meister, ja, wenn man im Handwerksbetrieb, Trainer oder Meister, wenn ich das früher gewusst hätte und wenn ich das früher gemacht hätte, ja, was hätte ich noch für eine gute Zeit gehabt zusätzlich und so weiter und so fort. Ah, das macht mich erfreulich. Aber trotzdem sage ich zu ihm, es gibt einen Spieler, zu dem, wenn ich ihn sehe, sage ich ihm, du hättest 100 Länderspiele machen müssen, du hast aber nur 8 gemacht. Ja? Warum? Ah, Trainer, Sie sagen das. Also, das hörst du ewig in 3 Tagen. Aber nicht mehr bösartig, er nimmt das auch nicht bösartig auf, sondern er weiß es. Er weiß es, dass er da geschlampt hat. Ja, mit seinen Möglichkeiten. Oder wenn ein guter Geselle nicht Meisterprüfung macht, da wäre ich narrisch. Hier bei uns ist, wo sagt, der Umgang zwischen Führungsperson und dem Mitarbeiter eigentlich sehr angenehm. Ja, also er muss kapieren, dass was geleistet wird. Der Meister, der muss ein guter Fachmann sein, muss ein Vorbild sein, ja. Und das gibt es in anderen Ländern weniger, ja, also die ich dann erlebt habe. Ja. Dieses gegenseitige Geben und Nehmen an Informationen, auch an Annehmlichkeiten beiderseits, die Annehmlichkeit für einen Meister im Handwerksbetrieb ist, wenn gute Arbeit gemacht wird, wenn der Kunde zufrieden ist. Ja? Und umgekehrt ist natürlich auch das Lob für den Mitarbeiter wichtig. Ja? Und Lob und Tadel gehört im Leben dazu, gerade wenn es darum geht, dass man in der Ausbildung, in der schulischen Ausbildung oder dann eine berufliche Ausbildung, das gehört einfach dazu, das kann man für beide Seiten recht gut verwenden. Oder, glauben Sie, dass man zu viel loben kann? Man kann es übertreiben. Ja, man kann es übertreiben. Also ich würde gern, wenn ich gerade mit jungen Leuten zu tun habe, ich würde sie gerne in den Arm nehmen, jeden Tag und sagen, du bist ein Guter, du bist ein Guter. Da gibt es die Gefahr, dass der Ehrgeiz, ja, das Weiterentwickeln, das sich noch verbessern, irgendwo blockiert wird. Ach, der sagt ja dann, Hände in die Hosentasche, ich bin ja gut. Ne? So, hier in Deutschland zum Beispiel, ich habe natürlich gerne schon gelobt, aber ich war natürlich auch kritisch und habe natürlich auch mal Wörter rausgehauen, ja, du Gartenzwerg oder solche Sachen, ja, was machst du? Du springst da rum wie Rumpelstilzchen, ja, was ja beim Fußball, muss man ja über den Ball, ja, man muss ja trippeln, täuschen und das sieht ja aus wie früher Rumpelstilzchen und so, aber das waren ja keine Bösartigkeiten, ne? Das Thema Privatleben ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den viele Kunden von uns, also viele Führungskräfte immer wieder nehmen. Und zwar, dass sie sagen, sie haben Angst, sich zu sehr in das Privatleben von den Mitarbeitern einzumischen. Weil gerade so frühere Führung war ja ganz oft über Arbeitsthemen wird gesprochen, aber das Privatleben hat nichts zu suchen auf der Arbeit. Und sie agieren ja komplett anders. Ich bin immer daran interessiert gewesen, dass meine Mitarbeiter gut geht. Ja, wenn ich festgestellt habe, dass ein Spieler
nicht so richtig funktioniert. Aber es war vom Sportlichen her ja, quasi nicht zu bewerten, ja, sondern, oder von der Fitness oder so, sondern da ist was anderes. Und da spielen drei Sachen eine Rolle. Ja. Das ist das Geld, das ist die Frau oder eine verschweigende Verletzung. Und da muss ich danach gehen. Weil ich brauche diesen guten Spieler, ich brauche diesen außergewöhnlichen Fachmann im Betrieb oder in der Mannschaft, beim Spiel. Ja, und da habe ich ihn nachher telefoniert. Ich habe die Freundin antelefoniert. Ja, ich habe die Eltern antelefoniert. Ich habe mir ihn bestellt, separat, unter vier Augen hier, an meinen Schreibtisch. Was ist das Problem? Herr Trainer, alles gut, schon gelogen. Wenn einer sagt, alles gut, ist schon gelogen, ja. Dann kann man ruhig so und sagen, hör mal zu, wir arbeiten schon so lange zusammen. Du kannst mit mir das bereden, was du vielleicht jetzt mit XY nicht bereden willst. Aber ich helfe dir. Und das habe ich auch gemacht. Und deshalb habe ich vieles, ja, was so ins Privatleben. Ich war ja nicht neugierig zu wissen, wann die irgendwas irgendwo und irgendwie gemacht haben. Sondern mich hat ja interessiert, dass es ihnen gut geht. Ja. Der Mitarbeiter muss seinen Arbeitsplatz lieben. Ja. Der muss mit Professionalität dorthin gehen. Der muss die Arbeit toll abwickeln. Das kommt doch aber von innen. Ja. Ein Mitarbeiter, der oh, ich muss morgen wieder zur Arbeit, den lässt er am besten zu Hause. Ja. Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Thema, und zwar bei der Motivation. Was würden Sie denn einer Führungskraft raten, die erzählt, mein Team ist irgendwie so passiv, die machen Dienst nach Vorschrift und irgendwie kitzel ich die nicht so raus, dass die voll dabei sind? Das ist wahrscheinlich eine Führungsperson, der selber lahm ist. Ja? Wenn in Vorgesetzte, wenn in Meister oder in Trainer ja, passiv sich verhält, das interessiert nicht, läuft durch die Werkstatt oder läuft an den Mitarbeiter vorbei. Das Gundach ist vielleicht noch drin, aber Menschenskind, wie geht's dir? Du machst hier ein flottes Gesicht, ich glaube dir macht es Spaß. Und wie geht's zu Hause? Dieses Gespräch, ja, man kann nicht mehr, in Zukunft nicht, das ist das, was mich im Moment so umtreibt, ja. Mit Google oder mit Technik oder sonst irgendwas. Ja. Da gibt's in ehemalige Trainer, ja, sogar als Nationaltrainer tätig gewesen, der hat gemeint, er könnte über Internet eine Mannschaft führen, weil er in Kalifornien wohnt und in Deutschland Nationaltrainer. Ja. Über Internet eine Mannschaft führen. Der Mensch, boah, der kann doch gar nicht klappen. Ja, das kann doch nicht klappen. Ja, aber das sind so Visionen für Leute, die einfach nicht verstehen, dass das Persönliche eine Rolle spielt. Weil ich mache das ja nicht, ich lehne das ab. Weil ich suche das Gespräch, ich suche das Treffen, ich suche den Tisch, ja, wo man gegenüber sitzt und sich unterhält und nicht immer einer Meinung ist, ja. Und trotzdem zu einem Kompromiss kommt. Ja, das kann ich doch nicht mit einem E-Mail, ja, oder mit einem Google oder was weiß ich. Da können wir sogar von der Natur uns vieles abgucken. Ja. Wenn so eine Katze oder ein Hund oder sogar die Wildschweine, wenn die kuscheln, ja, wenn die sich zusammentun. Ja, warum? Weil sie sich mögen. Deshalb ist für mich dieses Zusammenspiel privat und Arbeitswelt enorm wichtig. Und ja. Gab es auch mal die Situation, dass Sie einen Mitarbeiter oder einen Spieler überhaupt nicht gemocht haben? Ja, das gab es auch. Und was macht, also ich meine, dann kann man ja nicht sagen, okay, ich entlasse dich oder raus aus dem Team. Es gibt Besserwisser, ja, die ahnungslose Besserwisser, ja, die sich in den Fachbereich mit einbringen, wo sie überhaupt keine Qualität dazu haben,
Ratschläge dann geben in eine Gruppe. Ah, das müssen wir so machen, so machen. Du bist dann als Vorgesetzter oder als Trainer, ja, bist du da dabei, kriegst es mit und sagst, also hör mal zu, halbe Ball flach. Da muss man sich dann früher oder später trennen, das ist dann besser. Ja, für beide Seiten. Ja. Da haben Sie letztes Mal, als wir bei Ihnen waren, ein ganz tolles Zitat gegeben. Und zwar, man sollte niemanden einen Rucksack aufziehen, der so schwer ist, dass die Person hinten überkippt. Die Frage ist aber, wie stellt man fest, dass der Rucksack jetzt zu schwer ist? Dieser Rucksack. Ja. Wenn ich also jetzt von dem Spieler oder von dem Mitarbeiter verlange, du musst Meisterarbeit machen. Ja. Der in der Hauptschule gut gemacht hat, anständiger Kerl, der einfach arbeitet, gut arbeitet, sage ich immer wieder, auch professionell macht, aber nur auf sein Können. Ja? Oder dem Spieler hergehen, oh, du musst kombinieren, du musst das Spiel machen, was er gar nicht kann. Ja? Und das muss man erkennen und dieser Mix, der ist mir doch meistens gelungen. Ne? Herr Schlappner, haben Sie Vorbilder zum Thema Führung? Also ich habe ein Faible für Sepel Herberger, ja, im Trainingsbereich, ja, der mir früh schon manche Dinge als junger Mensch nicht direkt gesagt hat, aber seine Aussagen haben mir gefallen und natürlich verschiedene Personen, die ich kennengelernt habe, die ähnlich wie ich jetzt auch über die ganzen Jahre arbeite, mir das gezeigt haben, wo ich mir abgeguckt habe. Ich war der Dieb, ja? Ich war Dieb in Gänsefüßchen. Mir das rauszufiltern bei dem und bei dem und bei dem, ja, und habe dann natürlich auch schon als junger Bursche, als Kind noch, ja, so die Aussage von dem Professor Sauerbruch, ja, ja, wo er sagt, das Beste ist die Lebensfreude und Humor. Gerade in unserer heutigen Zeit, ja, der hilft uns. Ja, das Lachen, was uns ja alle so etwas gängelt, ja, in der momentanen Zeit, dass wir viele nur noch erleben mit missmutigem Gesicht und so, ja. China ist es wiederum anders, ja. Wir sitzen dort und ich denke, die 18, die da dabei sitzen, oder 17, ja, alles so, alles so. Kein Gespräch, kein Kontakt, nichts. Und der Staatsrat natürlich, da hat kein, nichts. So, und ich natürlich locker vom Hocker, so beginnt's. Und dann natürlich bei der Mannschaft. Ich sag, wir trainieren um 10 Uhr, ja, und 10:15 seid ihr draußen. Und denke zu Anfang, ja, die sind draußen, holen sich einen Ball und dann spielt man 5-2 und so weiter und so fort. Ja, ich komme raus, die stehen da wie bei der Bundeswehr. Ne? Ja, da stehen 24 Mann stehen in einer Reihe, ja, und ich denke, was ist hier los? Hey, ja, wir machen so. Er sagt, komm, den Ball, ja. Ihr könnt doch bis 10 Uhr könnt ihr, ja, euch schon bewegen und so weiter. Ah, haben wir noch nie gemacht. Ach so, und das Wort oder der Satz kommt wiederholt über viele Jahre. Ich bin eine freie Person. Ja? Über mich entscheide ich. Ja? Über meine Mitarbeiter versuche ich das Beste draus zu machen. Ja? Und nicht nach parteipolitische oder schon irgendwelche Überlegungen, sondern oder noch Nationalität oder was auch immer. Das war hauptsächlich China und auf Sumatra, genauso im Iran, wo natürlich der Islam eine große Rolle spielt, ja, habe ich auch immer vertreten, ich bin Christ.
ja, sodass der Mullah mal so ziemlich mit ins Gesicht gerutscht ist. Ja. Es war auch die Standhaftigkeit, die, wo ich über die ganzen Jahre so verspürt habe, die ich beibehalten habe. Das muss ich sagen, diese Standhaftigkeit hat eine Wertigkeit. Und die Standhaftigkeit in den Aussagen als Trainer oder als Selbstständiger hat auch eine Wertigkeit. Ja? Ja, es gibt also ganz, ganz einfache Dinge, um zu mobilisieren. Ja. Mobilisieren zur Leistung. Ja? Und wir leben von Leistung bis Hochleistung. Mit dem entsprechenden Arbeitswille und auch mit dieser Willensstärke. Sehr schön. Herr Schlappner, vielen lieben Dank für dieses tolle Interview. Mit diesen wundervollen Worten schließen wir dieses Interview jetzt ab. Und wir sind sehr, sehr dankbar für die ganzen Inhalte und besonders dankbar auch für den Satz, dass gerade Lebensfreude und Spaß sehr, sehr wichtig ist. Und Humor. Und Humor, Lebensfreude und Humor. Ja, ist die, besser wie jegliche Medizin, also Tablette und so weiter und so fort. Ja. So habe ich das aufgefangen und so lebe ich quasi seitdem in dem Gedanken. Ne? Also liebe Führungskräfte da draußen in Deutschland, Lebensfreude und Humor, nehmt euch das mit, nehmt es mit in eure nächste Woche und lebt es. Es wird einen Unterschied machen. Ansonsten macht's gut und ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss. Das hoffe ich auch. Ne?